Ja, vielen Dank, dass ich heute unsere Public Money, Public Quote Kampagne als auch eben unsere Initiative für einen Ort für einen öffentlichen Quote vorstellen kann. Ich bin Alex, war früher eben Geschäftsführer bei der DigiGuest, bin jetzt bei der Free Software Foundation Europe und die FSFE ist eben auch ein gemeinnütziger Verein, der sich in allererster Linie mal für einen selbstbestimmten Umgang mit Technik einsetzt und im Rahmen dessen haben wir, also wir setzen uns eben für freie Software ein und haben eine Kampagne Public Money, Public Code gestartet. Und damit ihr erstmal so ein bisschen versteht, was denn die Idee von freier Software ist, habe ich mal dieses Comic mitgebracht. Ich glaube, ihr alle wisst so ungefähr, wie das so funktioniert, wie grundsätzlich eine Atombombe abgeschmissen werden soll in den USA. Da gibt es halt diesen berühmten Red Button. Und die Frage ist natürlich, wie sieht dieser Red Button aus? Macht er denn wirklich auch das, was er soll? Und deswegen braucht man hier eine gewisse Transparenz. Ja, also wenn man hier eben eine Transparenz hat, dann kann man eben auch wirklich nachvollziehen, ob hier die Gesetze entsprechend eingehalten werden oder eben nicht. Aber es gibt noch weitere Vorteile von freier Software. Es gibt nämlich insgesamt vier Freiheiten, die freie Software umschreiben. Und das ist zum einen, dass man die Software verwenden kann, dass man sie verstehen kann, dass man sie verbreiten kann und dass man sie verbessern kann. Immer wenn diese vier Freiheiten gegeben sind, verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern, dann sprechen wir von freier Software. Wird auch manchmal als Free and Open Source Software beschrieben oder als Open Source Software. Aber also wenn diese vier Freiheiten gegeben sind, dann ist es eben immer freie Software. Und das bedeutet, wir können eben die Software für jeden Zweck verwenden, ohne irgendwelche Einschränkungen. Wir haben eben diesen transparenten Code. Wir können eben sehen, was der Red Button tut. Also wir können in den Quellcode hineinschauen und ihn untersuchen. Wir können die Software aber eben auch verbreiten, teilen miteinander. Sharing is caring. Und hier ist das Wichtige, dass auch der Preis keine Rolle spielt. Also man kann auch mit freier Software Geld verdienen. Also free, not, also diese Freiheit bezieht sich nicht eben auf Free Beer oder sowas, sondern eben auf diese vier Freiheiten. Und das bedeutet eben, man kann mit freier Software durchaus Geld verdienen. Das machen auch viele Leute. Und die vierte Freiheit ist eben, dass man die Software auch verbessern darf. Also grundsätzlich darf man die Software modifizieren. Das bedeutet, man kann sie natürlich auch schlechter machen. Gibt es auch immer mal wieder. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich immer alle, dass alles besser wird. Von daher, wenn man diese Freiheit dann auch eben entsprechend verbessern genannt, wird auch ganz mehr gern mal als Modify oder Modifizieren bezeichnet. Aber wie dem auch sei, also wenn immer diese vier Freiheiten gegeben sind, verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern, dann ist es eben freie Software. Und das ist halt ziemlich clever, das einzusetzen, insbesondere wenn man eben ein Staat ist oder wenn man eine staatliche Institution ist, eine Verwaltung oder ähnliches, dann macht das ziemlich viel Sinn. Wir hatten es gerade eben schon auch in den Vorträgen kurz gehört, digitale Souveränität ist so ein Stichwort. Und es ist halt also insbesondere für öffentliche Einrichtungen ziemlich wichtig, dass sie sicherstellen können, dass sie die volle Kontrolle über ihre Software und über ihre Computersysteme haben. Und da helfen eben diese vier Freiheiten. Ja, also wenn ich eben zum Beispiel weiß, was meine Software macht und ich da reinschauen kann und gucken kann, ob es eben Backdoors gibt oder nicht, zum Beispiel, dann gibt mir das eben schon eine große Möglichkeit in Hinsicht auf die digitale Souveränität. Das ist natürlich auch für alle anderen richtig und wichtig, also auch für individuelle Nutzerinnen oder eben auch für Unternehmen. Für die gilt diese digitale Souveränität ja auch. Aber wenn wir jetzt mal in diesem staatlichen, öffentlichen Bereich bleiben, dann ist es dort halt umso wichtiger, weil hier natürlich dann eben auch mit Bürgerinnen und Bürgern zusammengearbeitet wird. Und das zweite Argument für freie Software ist natürlich auch, dass es sich hier um Taxpayers Money handelt, also um Steuergelder. Und deswegen müssen halt öffentliche Einrichtungen sicherstellen, dass sie ihre Mittel möglichst effizient ausgeben. Und auch hier bietet sich eben freie Software an, weil man eben keine Lizenzgebühren bezahlen muss und weil man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, sondern hier eben auf bestehende Lösungen zurückgreifen kann und diese entsprechend weiterentwickeln kann. Und man kann eben auch ja, institutionsübergreifend zusammenarbeiten. Ein bisschen klarer wird das vielleicht, wenn wir uns nochmal angucken im Vergleich zu proprietärer Software, wo denn die Vorteile von freier Software liegen. Also das erste große Problem ist, dass es eigentlich überhaupt keine Interoperabilität gibt, wenn wir proprietäre Software nutzen. Also Systeme können nicht miteinander reden. Das habt ihr sicherlich auch schon mal irgendwie erfahren, wenn ihr versucht habt, Dokumente oder ähnliche Daten auszutauschen und die dann weiter zu bearbeiten. Das wird halt ziemlich schwierig, wenn man nicht eben auch die gleiche proprietäre Software benutzt wie derjenige, der einem diese zukommen hat lassen.
Und deswegen sprechen wir da auch von so einem Vendor-Login. Ja? Also man hat eben das Problem, man muss immer wieder zu diesem einen Anbieter zurück, wenn man irgendwas will von dem. Vor allen Dingen auch, wenn es dann eben um die Modifizierung von Software geht, Updates, Upgrades, ähnliches, Sicherheitslücken schließen. Also hier muss man immer wieder zu dem einen einzigen Anbieter, der einem die Software Anno Blumenkohl mal verkauft hat, wieder zurücklaufen und ihn darum bitten, dass er denn möglichst hier Veränderungen an der Software vornimmt. Und das führt natürlich auch zu unberechenbaren Kosten. Ja, also das bedeutet, ich muss ja jedes Mal dafür bezahlen, wenn irgendwie eine Änderung an der Software vorgenommen wird. Und die kann ich aber eben jetzt schwer kalkulieren für die Zukunft. Und vor allen Dingen dadurch, dass ich auch immer hier wieder zu diesem einzelnen Anbieter zurücklaufen muss, kann der natürlich auch ein Stück weit den Preis bestimmen. Und das macht es natürlich schwierig. Also deswegen ist dieser Vendor-Login halt so problematisch, jetzt nicht nur aus Gründen der Software selber, sondern eben auch auf der Kostenseite. Und gerade auch im Rahmen der Corona-App-Debatte haben wir das, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich gesehen, dass auch die Bürgerinnen und Bürger solche Lösungen nicht wirklich akzeptieren. Ja? Also wenn es eben eine proprietäre Software ist, wo man nicht weiß, was die Software am Ende des Tages macht, insbesondere eben, wenn es um Datenschutz oder Ähnliches geht, dann ist es halt schwierig, sozusagen hier eben die Leute davon zu überzeugen, sich solche Programme runterzuladen oder zu benutzen. Und jedes Mal, wenn ich eben auch diese Lizenzgebühren eben an die Anbieter zahle, sind natürlich diese Investments auch verloren, ja. Also jedes Mal Lizenzgebühren bezahlt man im Grunde eigentlich für nichts. Also eben, man kriegt eine Lizenz, das war's. Man kann dieses Geld jetzt nicht dafür benutzen, um eine Software zum Beispiel besser zu machen oder eben Sicherheitslücken zu schließen oder ähnliches. Also das Geld ist einfach weg für eine Lizenz. Das versickert dann irgendwo meistens in Irland. Und dann war's das. Also auch hier ist eben das Problem auf der Kostenseite wieder mit proprietärer Software, dass wir da einige Probleme haben. Und schlussendlich, ich hatte es schon ein paar Mal kurz angedeutet, gibt es eben auch große Sicherheitsbedenken. Also wenn ich in den Code nicht reingucken kann, dann wird es mir natürlich auch deutlich erschwert, hier zum Beispiel Backdoors zu finden. Es gab ja da auch genug Skandale in den letzten Jahren, die darauf eben aufmerksam gemacht haben, dass also hier auch im Bereich wieder digitale Souveränität es ziemlich clever ist, wenn wir als öffentliche Einrichtung, aber eben auch als Bürgerinnen und Bürger in den Code mal reinschauen können. Also die Lösung ist dann halt natürlich freie Software, wenn wir das mal gegenüberstellen, haben wir eben diese Interoperabilität durch offene Standards. Wir können eben systemübergreifend miteinander kommunizieren, können Daten austauschen. Das ist auch insbesondere für Verwaltungen ziemlich gut. Die arbeiten ja auch sehr viel grenzübergreifend und von daher sind diese offenen Standards ziemlich sinnvoll. Wir haben die Unabhängigkeit durch die freien Lizenzen, also diese vier Freiheiten sind immer garantiert. Das bedeutet eben auch, dass wir zusammenarbeiten können, dass eben auch Verwaltungen zusammenarbeiten können. Also eine Verwaltung ist ja ungefähr überall auf der Welt ungefähr das Gleiche. Also man muss jetzt hier nicht immer wieder das Rad neu erfinden, eine Textverarbeitung, die funktioniert hier genauso wie irgendwo anders. Wenn man die gemeinsam entwickelt und als Standard dann eben auch einsetzt, kann man hier eben auch viel Geld sparen und eben auch die Weiterentwicklung dieser Software gemeinsam voranbringen. All das ist möglich durch freie Software. Es ist eben transparent by default. Der Code ist eben immer transparent. Wir können eben immer reinschauen und gucken, was die Software macht. Auch wenn eben eine Änderung vorgenommen wird oder ähnliches, können wir das halt sofort nachvollziehen. Wir können auch selber eben auch entsprechende Änderungen einreichen und hier eben die Software gemeinsam besser machen. Und wir haben auch gesehen, dass immer dann, wenn Verwaltungen sich dafür entscheiden, freie Software verstärkt einzusetzen, stärkt das auch die lokale IT-Landschaft. Also und das kann man auch mit Zahlen belegen. Und das ist natürlich auch eine sehr schönes und angenehme Situation, wenn man eben ein bisschen marktwirtschaftlich hier in dem Bereich argumentieren möchte, ist es eben so. Oft sind Änderungen an so einer Software auch jetzt nicht so wahnsinnig umfassend. Also da muss man jetzt dann nicht irgendwelche Millionen-Ausschreibungen machen oder ähnliches. Und das kann man eben auch dann schnell mal mit lokalen Partnern vor Ort machen und hier eben die entsprechende Software verbessern. Und wir haben eben diesen überprüfbaren Code. Das bedeutet, wir können eben reinschauen, ob es irgendwelche Sicherheitsbedenken hier gibt
Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass freie Software von vornherein in irgendeiner Art und Weise sicherer ist als proprietäre Software, aber durch den transparenten Code und durch die Möglichkeit, dass eben im Prinzip alle Menschen auf der Welt das Ganze überprüfen können, entsteht natürlich eine Situation, in der wir halt ein sichereres Produkt am Ende haben können. Und das Gleiche gilt natürlich auch grundsätzlich für Bugs. Also wenn halt eben solche Bugs gefunden werden, können sie eben auch viel schneller geschlossen werden, als wenn ich vorher noch zu meinem Anbieter hinlaufen muss und der darum beten muss, dass er dann da jetzt dann bitte diese Sicherheitslücken schließt. Also das kann dann eben auch direkt selber gemacht werden. Von daher ist freie Software auf jeden Fall eine Voraussetzung für sichere Software. Und wenn wir uns das jetzt eben im Ganzen angucken, dann kommen wir halt schon zu dem Ergebnis, dass es also insbesondere eben für öffentliche Einrichtungen eine ziemlich clevere Idee ist, hier freie Software einzusetzen und keine proprietären Systeme. Deswegen haben wir auch vor 3 Jahren die Kampagne Public Money, Public Code gestartet. Wir wollen eben, dass die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit dann eben immer dann, wenn öffentliches Geld im Spiel ist, auch die Softwarelizenzen am Ende so aussehen, dass es sich hierbei um freie Software handelt. Also von allen bezahlter Code sollte auch für alle verfügbar sein. Ich denke, es ist für alle relativ nachvollziehbar und eine sinnvolle Forderung. Die digitale Gesellschaft ist eben auch mit dabei und hat sich auch dahinter diese Forderungen gestellt. Mittlerweile haben wir fast 200 Organisationen, die sich hier dahinter gestellt hat. Das sind klassischerweise immer die üblichen Verdächtigen mit dabei. Aber was uns sehr freut, es sind auch mittlerweile eben auch Verwaltungen dabei, die hier sich hinter diese Forderungen gestellt haben. Wir haben mittlerweile Verwaltungen aus Schweden, Deutschland und Spanien, die hier unterschrieben haben, darunter unter anderem auch die Stadt Barcelona, die sich eben dazu bekannt hat, hier eben verstärkt auf freie Software zu setzen. Und hier sehen wir also, dass es eben immer mehr Verwaltungen gibt, die unseren Argumentationen folgen können und das auch versuchen tatsächlich umzusetzen. Das ist natürlich sehr schön. Schlussendlich ist es natürlich aber auch so, dass das halt ein ziemlich langer Weg ist und dass es jetzt nicht damit getan ist, einfach nur mal so eine Kampagne in die Welt zu setzen, sondern dass wir auch da an den Themen weiterarbeiten. Und das haben wir eben jetzt schlussendlich vor, ja, ich weiß nicht, wann das war, ungefähr fast einen Monat oder sowas, jetzt auch nochmal mit eben dieser Idee, einen Ort für öffentlichen Code zur Verfügung zu stellen, untermauert. Hier haben wir uns eben auch nochmal in einem größeren Bündnis, wo die DGGS auch mit dabei ist, mit einem Konzept an die Öffentlichkeit gewandt, natürlich auch eben an Verwaltungen und Ähnliches. Und wir wollen eben, dass es eine kollaborative freie Softwareplattform gibt für Verwaltungen, wo sie dann eben freie Software, die in der Verwaltung schon eingesetzt wird, austauschen können. Ja? Also es ist eben oft so, dass wir vereinzelt irgendwo Verwaltungen sehen, die freie Software einsetzen. Und es gibt aber eben auch viele Verwaltungen, die da noch Berührungsängste haben und die da sich ein bisschen schwer tun damit. Und zum einen wollen wir damit eben es schaffen, so ein bisschen Best Practice zu zeigen und zu zeigen, es geht. Es gibt eben Verwaltungen, also in Barcelona zum Beispiel, ist es so, dass 70% des kompletten Softwarebudgets in freie Softwareprojekte läuft. Das ist halt schon ein sehr, sehr starkes Bekenntnis. Bei anderen sind es dann zum Beispiel 20%. Andere geben sich da gar keine Zahlen vor und probieren halt mal so ein bisschen rum. Schlussendlich ist es aber so, dass das halt alles irgendwo vereinzelt rumliegt und dass es halt eben relativ wenig Netzwerkeffekte momentan dann noch gibt. Also, dass Verwaltungen relativ eigenbrötlerisch so vor sich hinarbeiten. Und das ist natürlich recht schade, weil zum einen gibt es halt wahnsinnig tolle freie Softwarelösungen für Verwaltungen und zum anderen hilft das natürlich auch anderen Verwaltungen, wenn sie sehen, okay, zum Beispiel in Barcelona funktioniert das da gut, warum sollen wir das jetzt nicht auch machen? Und deswegen wollen wir sowas auch eben für Deutschland schaffen. Es gibt es auch in anderen Ländern, in Frankreich, in Italien, Großbritannien, in den USA gibt es solche Repositories schon. Also es ist im Grunde eben ne, ein Ort, wo eben freie Software miteinander ausgetauscht werden kann, zur Verfügung gestellt werden kann, dieser Code zum Beispiel auch gezeigt werden kann. Und deswegen brauchen wir sowas eben auch in Deutschland. Also wir wollen also ein Portal für die öffentliche Verwaltung mit freier Software, die dann eben auch in adäquater und rechtssicherer Weise ausgetauscht und gemeinsam entwickelt werden kann. Ja, das ist eben auch manchmal ein Problem für eine deutsche Verwaltung, zum Beispiel auf GitHub, also einem US-amerikanischen Anbieter, dort irgendwie deutsche Mitarbeiter einer Verwaltung arbeiten zu lassen. Die müssen sich dann einen Account ansetzen. Jetzt haben wir es gerade eben schon gehört, wie schwierig da auch so eine Datenübermittlung sein kann. Und von daher ist es halt schon ganz gut, hier sich zu überlegen, wie wir das hier eben auch in Europa beziehungsweise jetzt am Anfang erstmal in Deutschland irgendwie so auf die Beine stellen können, dass hier eben rechtssicher dieser Code auch miteinander ausgetauscht werden kann. Und das hilft natürlich dann am Ende auch, dass diese Verwaltungen besser miteinander zusammenarbeiten können, auf bestehende Lösungen zurückgreifen können. Also
eben, es ist für eine Verwaltung auch oft einfacher zu sagen, okay, eine andere Verwaltung hat hier schon eine gute Erfahrung gemacht, dann mache ich das auch. Und so verhindern wir es eben auch, dass das Rad immer wieder neu erfunden werden muss, so wie es momentan leider eben immer noch an vielen Stellen Realität ist. Natürlich haben wir auch in Deutschland viele Leuchtturmprojekte, wenn man so will. Also es gibt viele Städte. Früher war es immer so München, das große Leuchtturmprojekt, aber mittlerweile gibt es da auch viele andere Städte, die da nachgezogen haben, die da auch teilweise schon wirklich sehr innovativ sind. Wir haben letztens auch das Beispiel Bühl bei uns auf der Website im Blog vorgestellt, die eben mit Jitsi, Palim Palim eben so ein Videokonferenztool eingeführt haben und ähnliches. Und das wollen wir eben gerne auch weitergeben, dass diese Verwaltungen sich dann eben entsprechend auch präsentieren können, ihre Software präsentieren können und das dann auch an anderer Stelle wieder eingesetzt wird, ohne dass dann eben Geld in Lizenzgebühren versickert oder 100.000 verschiedene komische Lösungen in der Welt sind, mit die nicht miteinander kommunizieren können. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass erstmal für diese Idee, also diesen Ort, für diesen öffentlichen Code, ein paar Grundbedingungen eingehalten werden, nämlich dass es erstmal möglich ist, die Software strukturiert auffindbar zu machen, also dass man relativ einfach zum Beispiel jetzt eine Office-Anwendung finden kann oder was man auch immer eben, keine Ahnung, Straßenverwaltung, Kehrmaschinen, was auch immer eben alles so verwaltet werden muss, finden kann. Dass man auch die Möglichkeit der kollaborativen Entwicklung hat, also dass wir hier auch tatsächlich versuchen, dass Verwaltungen miteinander gemeinsam Software entwickeln und weiterentwickeln, dass das Ganze eben in einem rechtssicheren Rahmen geschieht, dass dann hier eben keine Probleme mit Lizenzen oder Ähnlichem auftreten oder eben der Datenübermittlung und solche Dinge und darüber hinaus auch eine gute Dokumentation vorherrscht, so dass wir dann eben auch tatsächlich nachvollziehen können, was sich denn vor 10 Jahren irgendjemand mal gedacht hat, als er da diesen Teil in der Software zum Beispiel reingeschrieben hat. Und schlussendlich erhoffen wir uns natürlich auch entsprechende Netzwerkeffekte. Das sehen wir eben auch in anderen Ländern, die so einen Ort, sage ich jetzt mal, eben schon auch geschaffen haben, dass dadurch eben entsprechende Verwaltungen auch miteinander in Kontakt kommen und hier dann tatsächlich gemeinsam Software entwickeln oder sich eben auf den Weg machen, freie Software einzusetzen. Das Ganze ist eben, wie gesagt, noch ein recht offenes Konzept. Also wir haben eben diese Grundbedingungen, wir haben auch ein Hintergrundpaper dazu geschrieben, was ein paar Seiten lang ist, was das Ganze nochmal ein bisschen intensiver erklärt. Aber wir haben jetzt natürlich noch nicht, oder das wollen wir auch nicht, die finale Lösung präsentiert, die jetzt irgendwie die Bundesregierung sofort umsetzen muss, sondern wir möchten hier eben auch im Dialog ganz im Sinne der freien Software eben mit der Community diskutieren, wie wir hier den besten Weg finden. Es gibt eben international schon einige Vorbilder oder Beispiele, die wir da natürlich nutzen können. Wir wollen aber eben jetzt auch nicht, dass dann irgendwelche Communities umziehen müssen oder ähnliches. Also wir wollen die Community schon da lassen, wo sie ist. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie so ein Fail wie mit dem Berlin OS nochmal nachproduzieren oder ähnliches. Also es gibt da noch einige Fallstricke unterwegs und von daher haben wir uns in einer Gruppe von ein paar Leuten eben, das sind die Unterstützer mittlerweile, die sich da gefunden haben, zusammengesetzt haben, diese Idee entwickelt, versuchen da noch weitere Mitstreiter, die da auch noch gute Ideen haben. Also bitte meldet euch bei uns oder bei einem dieser Unterstützer, die hier mit dabei sind, um dieses Konzept weiterzuentwickeln. Wir sind ja auch schon in Kontakt auch mit der Bundesregierung, die das Ganze auch im Großen und Ganzen, ich sag mal, wohlwollend aufgenommen hat. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie wir das so gestalten, dass es am Ende auch wirklich eine Lösung ist, die dazu führt, dass mehr freie Software in Verwaltungen eingesetzt wird, dass Verwaltungen Freude daran haben, freie Software einzusetzen, die Vorteile darin sehen und sich tatsächlich auch vernetzen. Also einen weiteren Rohkopierer braucht man da jetzt nicht. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie da einfach nur sinnlos Geld drauf zu werfen oder ähnliches, sondern es geht halt wirklich darum, ein gutes Konzept zu entwickeln, kollaborativ zu entwickeln. Wenn man sich hier eben auch die Unterstützer anguckt, zeigt das auch schon eigentlich den Weg dahin. Wir haben Verwaltungen mit dabei, Dortmund, Oldenburg, die Stadt München ist mit dabei. Wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen dabei, wie die DigiGES oder eben hier die Free Software Foundation Europe. Wir haben aber eben auch Wirtschaftsverbände dabei, wie die Open Source Business Alliance. Also es ist eigentlich schon ein sehr buntes Potpourri an Unterstützern, die diese Idee an sich schon mal gut finden und die jetzt eben gemeinsam an diesem Konzept entwickeln. Und ihr seid eben auch gerne eingeladen, euren Input hier mit zu liefern, um hier am Ende eben einen guten und sinnvollen Ort für öffentlichen Code für die
öffentlichen Verwaltung zur Verfügung zu stellen, damit dann eben freie Software verstärkt eingesetzt wird und Public Money, Public Code auch flächendeckend Realität wird. Ansonsten gibt es noch diese Kampagnenseite. Dort könnt ihr auch noch mal hinschauen. Da gibt es auch noch einen Haufen Material. Wir haben auch eine schöne Broschüre erstellt, wo wir auch noch mal erklären, warum das eben ganz sinnvoll ist, warum Verwaltungen freie Software einsetzen sollen. Ansonsten, falls ihr da noch nicht unterschrieben habt, könnt ihr das auch gerne machen. Falls ihr noch irgendwie eine Organisation kennt, die da noch fehlt, könnt ihr da auch gerne Bescheid sagen. Und damit würde ich jetzt in die Fragen- und Antwortrunde übergehen, falls es denn um diese Uhrzeit noch Fragen gibt. Ja, Fragen gibt es von uns. Hallo Alex. Hallo. Und zwar die erste Frage: Was sollte die Verwaltung deiner Meinung nach noch als zuallererst tun bzw. verändern, um mehr freie Software einzusetzen? Also ich glaube, das Erste, was ich machen muss, ist eben diesen Willen zu entwickeln. Ja, also das ist, glaube ich mal, der Kern des Ganzen. Es braucht jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viele gesetzliche Änderungen dafür. Das ist natürlich immer schön, wenn man das auch nochmal eben schriftlich irgendwo festhält und fixiert. Aber ganz grundsätzlich ist es erstmal einfach der Wille, sich auf den Weg zu machen. Und dann wird das Ganze auch gelingen. Man kann das, wie gesagt, auch in Koalitionsverträgen festhalten oder wie sich das in Barcelona eben darstellt, dass man sagt, okay, wir wollen halt 70% des gesamten Budgets in freie Software einsetzen. Das ist natürlich sehr weitgehend. Da muss man dann auch seine entsprechenden Mehrheiten dafür finden. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es auch sinnvoll, eben mit kleineren Projekten anzufangen vielleicht oder eben auch vor allen Dingen dann, immer dann, wenn man etwas Neues braucht. Also immer dann, wenn ich mich sowieso auf den Weg machen muss, eine neue Softwarelösung zu finden, dann kann ich mich eben auch auf dem Markt mal umschauen, ob es da nicht eine freie Softwarelösung gibt oder die eben entsprechend auch gegebenenfalls selber entwickeln. Und dann kommt man eben auch stückweise aus diesen Abhängigkeiten, die über Jahre zementiert wurden, heraus. Das ist gar nicht so trivial und gar nicht so leicht, wie es vielleicht jetzt erstmal klingt. Aber wenn man sich eben schrittweise da auf den Weg macht und immer dann, wenn man eben was Neues sowieso braucht, dann eben auch freie Software wählt, wird das gelingen. Ganz grundsätzlich würde ich jetzt eher davon abraten, eben irgendwie eine komplette Migration von einem Tag auf den anderen zu machen. Man muss ja dann auch irgendwie die Leute ein bisschen mitnehmen, die dann mit der Software arbeiten sollen. Das geht ja auch immer mit Schulungen und Ähnlichem einher. Also von daher eigentlich immer dann, wenn man was Neues braucht, dann kann man auch gleich mal gucken, was es so an freier Software gibt oder eben direkt selber entwickeln mit anderen zusammen. Ja, da wo ein Wille ist, ist ein Weg. So sieht's aus. Die nächste Frage von uns: Geht es bei großen Open-Source-Programmen wie LibreOffice nicht weniger darum, den Code zu veröffentlichen, sondern zu zeigen, wie man es einsetzen kann? Und wie hilft euer Projekt hier? Also natürlich geht es auch darum, irgendwie den Leuten zu zeigen, dass es diese Alternativen gibt. Ja, aber wir sind natürlich jetzt auch eben nicht die Business Alliance, die irgendwo rumläuft und sozusagen die tolle Lösung präsentiert, sondern uns geht es schon auch eben erstmal um das ganz Grundsätzliche, um das Verständnis von freier Software, warum freie Software sinnvoll ist. Und ich glaube, dafür gibt es genug eben andere Akteure, die da rumlaufen, die diese Aufgabe dann auch ein Stück weit besser übernehmen können, als wir, die entsprechende passende Lösung zu präsentieren. LibreOffice ist ja auch durchaus mit Angestellten unterwegs, die auch immer wieder mit Verwaltungen in Kontakt treten. Wir stehen auch mit der Document Foundation natürlich immer in einem regelmäßigen Kontakt und machen auch immer wieder gemeinsam Dinge mit ihnen. Aber uns geht es jetzt auch nicht darum, ein spezifisches Produkt zu empfehlen, sondern uns als FSFE geht es erstmal darum, allgemein über die Vorteile von freier Software aufzuklären und warum das Ganze sinnvoll ist. Wenn man sich dann eben auf den Weg macht als Verwaltung und Ausschreibungen in dem Bereich auf den Weg bringt, dann gibt es da auch andere Akteure, die da vielleicht ein bisschen näher am Markt sind als wir, sei es eben die Open Source Business Alliance oder andere. Ja, okay, gut. Dankeschön, Alex. Es